Im diplomatischen Kräftemessen zwischen Russland und dem Westen in der Kaukasuskrise wird der Ton schärfer. Im Weltsicherheitsrat beschuldigten die USA Russland, mit der Anerkennung von Abchasien und Südossetien als unabhängige Staaten die Grenzen im Kaukasus verändert zu haben. Russland hatte überhaupt keine Veranlassung, die beiden georgischen Regionen anzuerkennen. Dies wurde nur aufgrund Russlands überwältigender militärischer Überlegenheit möglich. Der russische UN-Botschafter Vitali Churkin wies dies zurück. Er warf dem Westen vor, mit zweierlei Maß zu messen und verwies auf das Kosovo. Unterdessen könnte der Konflikt auch wirtschaftliche Folgen für beide Seiten haben. Russland erwägt nach britischen Medienberichten offenbar, die Erdöltransporte nach Westeuropa zu drosseln. Dadurch wären auch die Rohstofflieferungen nach Deutschland betroffen. Hier in Schwedt stößt die wichtige russische Druzhba-Pipeline auf deutschen Boden. Über sie gelangen täglich 2 Millionen Barrel Öl zu den Raffinerien in Ostdeutschland. Auch die Gaslieferungen aus Sibirien nach Deutschland könnten beeinträchtigt werden. Derweil belegen Bilder wie diese aus der von Russland eingerichteten Pufferzone auf georgischem Gebiet, wie prekär die Lage für die Menschen ist. In der georgischen Ortschaft Karaleti sind zahlreiche Häuser zerstört oder beschädigt. Ausgebrannte Fahrzeuge und herumliegende Munitionskisten verweisen darauf, dass es hier erbitterte Kämpfe gegeben haben muss. Zuerst waren hier die Georgier, sagt dieser alte Mann. Dann sind sie abgezogen und die Russen kamen und haben Kontrollposten eingerichtet. Da halten sie sich jetzt auf. Unterdessen scheint Russland die Lösung der von Georgien abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien zementieren zu wollen. Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete, in der kommenden Woche solle ein Abkommen unterzeichnet werden, das den Bau von Militärstützpunkten in Südossetien erlaube.